Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist wieder Zeit für Bookopoly, um auszuwürfeln, welche Bücher ich im Mai lesen werde. Aber erstmal noch zu meinem letzten Monat, also zu den Büchern, die ich in dem Bookopoly für April gewürfelt habe und den Büchern, die ich dann auch wirklich gelesen habe. Wenn ihr meinen Lesemonat gesehen habt, und auch das Bookopoly-Video, habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich zwei Bücher davon nicht gelesen habe, beziehungsweise nicht beendet habe, das eine. Und zwar einmal The Sky in Your Eyes, das habe ich angefangen. Ich bin, auf welcher Seite bin ich? Auf Seite 150, also das habe ich schon gelesen. Und das habe ich dann jetzt aber erstmal unterbrochen, weil diese Thematik, um die es geht, ja sehr vorherrschend ist und es fast auch nur um dieses eine Thema geht und ich das irgendwie oder gemerkt habe, dass es mir nicht so gut tut, so viel körperfokussiert, also körperfokussierte Gedanken zu lesen. Deshalb habe ich das erstmal unterbrochen, obwohl ich es ansonsten eigentlich ganz schön fand und auch den Schreibstil gerne mochte. Ich werde es sicherlich irgendwann noch weiterlesen, aber ich habe es jetzt erstmal pausiert. Und dann das Buch Regenglanz habe ich leider nicht geschafft anzufangen. Also ich habe auch nicht mehr so viel Zeit zum Lesen, weil ich mein Volontariat angefangen habe und weil es auch auf die ganzen Auftritte zugeht und wir sehr viele Proben haben und es irgendwie ja kaum einen Abend gibt oder kaum einen Tag, wo ich nicht irgendwie den ganzen Tag unterwegs bin. Deshalb habe ich es leider nicht geschafft, dieses Buch anzufangen, aber es wird hier neben meinem Bett liegen, auf meinem Stapel. Und es bleibt sozusagen präsent und in meiner Lese-ich-möglichst-bald-Liste. Ich habe mich deshalb jetzt auch entschieden, nur vier Bücher für den Mai zu würfeln. Also sozusagen das fünfte ist ja dann jetzt noch vom April übergeblieben, dieses hier sozusagen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an, das erste Buch zu würfeln. Eine 3. 1, 2, 3. Ein Thriller oder Krimi? Ich habe mich für einen Thriller entschieden, weil ich Thriller auch einfach irgendwie meistens lieber mag als Krimis. Und zwar für Die Frequenz des Todes, den zweiten Teil von Auris. Dafür muss ich aber erst noch den ersten Teil beenden. Also ich habe den ersten schon mal gelesen, aber möchte ihn vorher nochmal rereaden, um mich wieder wirklich daran zu erinnern und mehr im Geschehen und in der Geschichte zu sein. Ich hatte auch das Buch schon mal angefangen. Hier bin ich auf Seite 90. Deshalb werde ich das erstmal noch beenden und dann den zweiten Teil lesen. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich lese euch mal vor, worum es im ersten Teil geht. Matthias Hegel, genannt Auris, ist ein akustischer Profiler. Die Stimme eines Täters genügt ihm, um Herkunft, Aussehen und Psyche zu ermitteln und um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Zahlreiche Kriminelle konnten mit seiner Hilfe überführt werden. Doch nun sitzt der renommierte Professor wegen eines Mordes in Haft, den er selbst gestanden hat. Das finde ich erstmal auch so total das interessante Thema, also so dieses, dass man anhand der Stimme so viele Sachen da raushören kann, finde ich total interessant. Die junge True Crime Podcasterin Jula Ansorge hat ernste Zweifel an seiner Schuld und will einen Justizirrtum aufklären. Doch als sie zu tief in Hegels rätselhaftem Fall gräbt, bringt sie nicht nur sich selbst in Todesgefahr, sondern auch den Menschen, der ihr am wichtigsten ist. 4. 1, 2, 3, 4. Ein Buch mit mehr als 500 Seiten. Hier habe ich mich für Die Sammlerin der verlorenen Worte entschieden. Ich finde, das Buch sieht auch richtig, richtig schön aus. Und auch den Titel mag ich total gerne. Das Buch hat
520 Seiten, also mehr als 500. Oxford, Ende des 19. Jahrhunderts. Esme wächst in einer Welt der Wörter auf. Unter dem Schreibtisch ihres Vaters, der als Lexikograf am ersten Oxford English Dictionary arbeitet, liest sie neugierig heruntergefallene Papiere auf. Nach und nach erkennt sie, was die männlichen Gelehrten oft achtlos verwerfen und nicht in das Wörterbuch aufnehmen. Es sind allesamt Begriffe, die Frauen betreffen. Entschlossen legt Esme ihre eigene Sammlung an, will die Wörter festhalten, die fern der Universität wirklich gesprochen werden. Sie stürzt sich ins Leben, findet Verbündete, entdeckt die Liebe und beginnt für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Ich finde, das Buch klingt richtig, richtig gut und da bin ich total gespannt drauf. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Buch, das am längsten auf meinem Sub liegt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, welches Buch am längsten auf meinem Sub liegt, weil ich oft auch, also gerade wenn ich irgendwie gebrauchte Bücher kaufe, dann direkt mehrere Bücher bei mir einziehen. Aber ich habe mir jetzt mal meine 22 für 2022 Liste angeschaut und ich glaube, davon ist das Buch, was am längsten auf meinem Sub liegt, Die Reise mit Paula von Yalom. Hier steht leider nicht drauf, worum es geht. Vielleicht hier vorne. Ja. Dass Wissenschaft und Fantasie keine Gegensätze bilden müssen, dafür liefert der amerikanische Psychoanalytiker Irwin de Yalom seit Jahren überzeugende Beweise. Seine Geschichten um psychische Grenzsituationen und deren Bewältigung haben in Deutschland eine riesige Fangemeinde. In dem neuen Buch erzählt er nicht nur von allzu menschlichen Neurosen seiner Klienten, sondern lässt seine Leser auch tief ins eigene Innere blicken. So beichtet er vom zwiespältigen Verhältnis zu seiner verstorbenen Mutter, die zeitlebens eine ungebildete Frau war, sich gleichwohl unermüdlich für ihre Familie einsetzte. Die Reise mit Paula wiederum führt zurück in die 70er Jahre, als in Amerika das Thema Sterben so tabu war wie Pornografie. Yalom ruft eine Art Selbsterfahrungsgruppe Todkranker ins Leben. In deren Zentrum steht Paula, die an Brustkrebs leidet. Ihre Energie und spirituelle Weltsicht beeindrucken Yalom tief und haben bis heute Spuren in seiner Arbeit hinterlassen. Auf das Buch bin ich sehr gespannt. Ich finde die Bücher von Yalom auch immer total interessant und lese die auch sehr gerne und möchte auch von ihm möglichst viele Bücher irgendwann mal gelesen haben. Deshalb freue ich mich auf dieses Buch und bin sehr gespannt auch, was ich davon vielleicht auch so für mich selbst an Erkenntnissen oder so mitnehmen kann. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meine Schwester entscheidet schon wieder. Ich freue mich sehr. Man merkt es vielleicht, dass das meine Lieblingskategorie ist. Und zwar freue ich mich immer total, wenn meine Schwester entscheiden darf, was ich lesen soll, weil es irgendwie dann auch immer so was ganz anderes ist und weil ich mich dann auch nicht selbst entscheiden muss. Sie hat jetzt für mich ausgewählt, Bis du mir gehörst, ein Thriller. Als Eva nach einem Autounfall im Krankenhaus aufwacht, ist sie nicht nur schwer verletzt, sie hat auch eine merkwürdige neue Gabe. Sie kann den Tod anderer Menschen vorhersehen, wenn sie diese berührt. Kurz darauf wird eine ihrer Mitschülerinnen brutal ermordet und plötzlich schwebt Eva in höchster Lebensgefahr. Denn der Killer hat am Tatort eine Nachricht hinterlassen. Für Eva. Ich finde, das klingt total interessant und spannend. Und es soll auch sehr gut sein, wie meine Schwester gesagt hat. Sonst hätte sie es wahrscheinlich auch nicht für mich ausgewählt. Und ich bin gespannt, wie es mir gefallen wird. So, das sind die Bücher, die ich mir für den Mai vorgenommen habe zu lesen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, alle zu lesen und vor allem auch, dass die mir alle gefallen werden. Kennt ihr irgendwelche Bücher davon schon? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vor allem auch dann, wie sie euch gefallen haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!